Herr Wedekind, beim Schönebecker SV fiel die Zustimmung zur Vereinsfusion positiv aus. Beim Schönebecker SC in einer offenen Wahl fiel sie dagegen aus. Wie? Das muss man sicherlich als Vereinspräsident erstmal sacken lassen. Ja, das muss man erstmal verdauen. Man ist enttäuscht über die, ich sag mal, falsche Entscheidung der Mitglieder unseres Vereins. Wir haben über ein Jahr daran gearbeitet und nicht zu weich, sondern auch ganz schön hart. Haben alle Dinge, die notwendig sind, ob auf der gesetzlichen Form oder der inhaltlichen, sportlichen Form, erarbeitet. So haben mit allen Abteilungen, mit allen Mitgliedern, mit vielen Mitgliedern gesprochen. Habe mit dem Stadtrat der Stadt Schönebeck Vereinbarungen getroffen über die Erhalt der Sportstätten. Also alle Dinge, die notwendig sind, um die Voraussetzungen zu schaffen für eine ordentliche gemeinsame Arbeit zwischen beiden Vereinen, haben wir getan. Dass es die Mitglieder nicht verstanden haben, was wir an für sich wollen und was da notwendig ist. Und dass dieser gemeinsame Weg besser wäre, tut mir leid, muss ich ehrlich sagen. Es wird also in dem Leben, in dem ich mich befinde, sicherlich nicht nochmal passieren, dass wir solche Arbeit tätigen. Schade. Sie haben es ja dann nochmal vor den Mitgliedern sicherlich nochmal angesprochen, Thema Demografie und wie man sich als Verein insgesamt aufstellen muss angesichts dieser Zahlen. Und wie dann ist es sicherlich schwer nachvollziehbar, dass dann so, sagen wir mal, die Emotionalität dann siegt gegenüber einer Vernunftentscheidung, oder wie kann man das heute hier erklären? Ja, das ist, glaube ich, ein Zeichen dessen, dass die Mitglieder, die, oder ein Großteil der Mitglieder, die mit Nein gestimmt haben, die Notwendigkeit nicht erkannt haben. Die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Zwänge, in denen wir uns befinden, auch zu lösen und damit auch die Notwendigkeit erbringen müssten, die Kraft, die wir haben, in beiden Vereinen, und das ist nicht wenig, zusammenzupacken. So, wir werden, im Prinzip werden wir eine Macht. Auch im Salzlandkreis hat er das ja gesagt, als größter Verein. So, man kann viele Dinge auch in der finanziellen Form besser regeln. Ja, sag mal, ich bin ein bisschen enttäuscht und ein bisschen traurig. Manchmal fehlen einem ja sogar die Worte, ne? Das glaube ich. Ja. Sie meinten, in Ihrem Leben wird es keinen zweiten Anlauf geben, aber ist es jetzt so der erste Frust oder ist das dann tatsächlich ausgeschlossen? Nein, ich sage mal, beide Vereine sind im Jahr 1861 gegründet worden. So, es gab in der Vorzeit, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, immer gewisse Abstände, wo es mal versucht worden ist. 1890, 1930, so, also immer mal versucht worden ist, die beiden Vereine zusammenzufassen. Auch vor der Wende, zu DDR-Zeiten, hat man das über Partei und Staatsführung versucht, das hat auch nicht funktioniert. Also man konnte keinen zwingen. So, aus dem Grunde, weil die Zeiten dazwischen liegen, sage ich mir, es müssten dann für sich wieder so 20 Jahre vergehen, ehe man es nochmal versucht, wissen Sie?